Leute. Willkommen zurück bei Bare die Make-up. Ja, und alle, die mich kennen, sehen, ja, ich bin nicht mehr blond. So kann's gehen, ja. Ja, ich hatte ja schon mal rote Haare gehabt, also richtig knallrote Haare. Und ja, ich habe sie einfach total vermisst und ich habe es irgendwie total bereut, mir diese roten Haare wegmachen zu lassen. Also ich war ja danach blond, ne? Also erstmal braun und dann wurde ich immer blonder. Aber irgendwie war mir das Ganze irgendwie zu langweilig, zu lieb. Also nicht, dass blond irgendwie jetzt langweilig ist oder so, aber ich mag einfach dieses Extravagante. Und ja, und das habe ich einfach vermisst bei meinen Haaren. Ja, und deswegen habe ich jetzt so ein Rot-Pink, wie man das auch nennen kann. Ich weiß nicht, ich habe die Directions benutzt. Ich denke, viele von euch kennen die in den Töpfchen. Moment, ich zeige euch einfach mal eins. Das sind die. Ja, nur neu sehen die nicht ganz so verbraucht aus. So ein bisschen schmutzig vom Färben passiert. Ja, also ich habe Directions benutzt. Und ja, es ist eigentlich ja nur eine Tönung, ne? Also meine Haare, die waschen sich auch wieder sehr schnell raus. Das kannte ich auch von dem Rot. Das finde ich auch ein bisschen nervig, aber ich weiß nicht, ich finde dieses Ergebnis und das lohnt sich jedes Mal einfach. Also finde ich jedenfalls. Also ich bin super zufrieden damit. Auch wenn mir jedes Mal beim Haarewaschen das Herz blutet, dass das ganze Shampoo knall pinkrot ist. Und ich denke mal jedes Mal, boah, ich glaube nach dem Haarewaschen muss ich die Haare wieder färben. Naja, aber es geht noch. Also ich habe vom letzten Haarefärben einmal gewaschen, ist es jetzt her. Ja, also eigentlich noch ganz frisch. Ich kann euch ja mal zeigen ungefähr. Ja, das Problem ist, hier ist auch ein blödes Licht drin gerade. Hier so ein scheiß Kunstlicht. Ja. Und deswegen ist das jetzt nicht genau so, wie es eigentlich in Wirklichkeit ist, also in der Kamera. Also ich schätze mal, dass es am Computer nicht anders aussieht, sonst ich hänge einfach Bilder da dran, wo ihr sehen könnt, wie es in real aussieht. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe Directions gemischt. Also man kennt die ja, die kleinen Döschen, die ich ja gerade gezeigt habe. Und die gibt es ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Und davon habe ich mir einfach zwei ausgesucht und die zusammengemischt. Ich hatte keine Ahnung, was da für eine Farbe bei rauskam. Aber ich bin zufrieden. Und zwar habe ich einmal Pillarbox Red gemischt und Rubin. So, ich hatte mal Extensions gehabt und da habe ich die Spitzen in Rubin gefärbt. Das war eigentlich eine schöne Farbe, aber die war mir doch ein bisschen zu pink-lila stichig. Ich wollte es ein bisschen mehr Rot drin haben, wenn ich die ganzen Haare dann färbe. So, und dann habe ich mir gedacht, nimmst du doch einfach irgendwie so ein Knallrot und mische das dazu. Ich habe dann 50-50, ne, habe ich dann gemischt. Ja, und ich hatte Glück gehabt, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Ja, also ich kann ja mal ein bisschen weiter nach hinten gehen. Das sind jetzt auch gerade meine Extensions von Head Candy. Und by the way, ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Aber eine Review kommt dazu auch noch, zu den Extensions. Ja, was kann man noch dazu sagen? Tja, das ist jetzt ein ganz spontanes Video, deswegen muss ich hier ein bisschen überlegen. Aber, genau, stimmt, was ich noch sagen möchte, ist, dass auf jeden Fall ein Kontrapunkt ist, dass es nur auf blondiertem Haar richtig einwirkt. Ja, also so, mir wurde das mal erklärt, dass es daran liegt halt, dass die Blondierung die Schuppenschicht einfach öffnet und dann auch sich nicht, eigentlich nie wieder richtig schließt. Deswegen können solche Farben immer am besten im blondierten Haar einziehen. Ja, und dann ist das Problem halt mit meinem Ansatz. Ich kann es euch mal zeigen. So ein Stück Ansatz habe ich ungefähr. Und der ist blond mit einem Hauch von diesem, also hat einen Hauch von dieser Farbe einfach nur drin und das fällt schon ein bisschen auf. Also ich glaube, wenn ich meinen Ansatz machen möchte, dann muss ich erstmal meinen Ansatz blondieren und dann die Farbe drauf klatschen. Bisschen umständlich, finde ich. Nervig auch. Aber was tut man nicht alles fürs Aussehen, ne? Damit man zufrieden ist. Ja. So, was kann ich noch sagen? Eigentlich war es das alles. Ach ja, diese Döschen, die kann man eigentlich in jedem Friseurbedarf kaufen. Auch im Internet gibt es sie sehr, sehr viel. Und
Ja, die Preise sind auch extrem unterschiedlich. Und zwar habe ich die jetzt, glaube ich, für 5,40 € bekommen. Aber zum Beispiel bei uns in Wuppertal in den City-Arkaden, da habe ich die jetzt erstmal gekauft für 8,90 €. Ne? Also schon ein Unterschied. Deswegen, ich bestelle mir die jetzt immer nur noch bei eBay für 5,40 € oder 5,70 €, keine Ahnung. Aber ich hole mir dann immer direkt so ein paar Döschen davon. Ich habe mir jetzt mal zweimal von dem Rot und zweimal von diesem Rubin geholt. Ja, aber die sind jetzt auch schon wieder aufgebraucht, weil ich ja meine Extensions färben musste. Da ging sehr viel drauf. Obwohl die Farbe sehr, sehr ergiebig ist, das muss man sagen. Und falls es noch jemand interessiert, die Farbe ist vegan. Also angeblich auch keine Tierversuche oder irgendwelche Inhaltsstoffe von tierischen Produkten oder sonst was ist das. Und das ist mir ehrlich gesagt auch wichtig. Ich bin zwar jetzt nicht vegan, ich bin zwar Vegetarier, aber ich achte extrem auf Tierversuche. Also da versuche ich sehr, sehr drauf zu achten. Bisher hat es, glaube ich, auch immer geklappt. Ja. So, meine Hübschen, ich würde sagen, das wäre es dann erstmal. Bei Fragen einfach bitte in die Kommentarbox. Ja. Ne? Ich will jetzt nicht noch weiter groß rumquatschen. Ne? Ich weiß ja, ich kann mich schon mal verplappern. Dann würde ich sagen, meine Lieben. Vielleicht sieht man das jetzt mal kurz hier. Naja. Also das Ergebnis ist in der Kamera nicht so gut, meiner Meinung nach. Na egal, ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.